Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, wir sind ja hier noch im funnigen Funhaus. Was eigentlich ganz lustig war. Ab und zu ein bisschen Brainfuck, aber naja. Muss ja auch mal sein. Geht ja nicht anders. So, dann bin ich jetzt mal auf... Was war das jetzt noch? Tunnel und das Theater gespannt. Und wir haben ja hier so einen kleinen Newcomer, der uns hier im Park so ein bisschen begrüßt. Hier hinten geht's auch irgendwo lang. Oh, da kommt ein Auto. Okay, das hat auch eine Hitbox. Die haben eine große Hitbox gehabt. So, was haben wir hier noch? Nichts. Aber wir haben ja wenigstens das Corki im Funhaus gefunden. So, jetzt folge ich mal dem Autos. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Okay. Wer denn hier? Guten Tag oder guten Morgen. So. Okay, ihr habt da auch nochmal einen Ghoul gefunden. Na, der lacht ja richtig gut. Da treffe ich irgendwie gerade nur die Tür. Na komm schon. Hör auf, mir auszuweichen. Ja, das dachten die wirklich, aber erzähl ihnen nicht, dass sie keine hatten. Dann sind sie deprimiert. Jetzt wird es aber auch langsam dunkel. Das heißt, sie sollten uns auch irgendwie mal einen sicheren Ort suchen. Damit wir langsam mal aus der Strahlung rauskommen. Und warum ist der Turm hier so hoch? Ist ja schlimm. So, hier nochmal. Hier nochmal. Auch mal schön an der Wand gucken. Haha. Für die Corki-Bilder. Wo haben wir dich denn jetzt? Corki-Brille, Corki-Brille, Corki-Brille. Corki-Brille. Aha. Hab noch einen. Jawohl. So muss das. So, wieder Powerhelmchen auf. So, können wir mal kurz auf der Karte gucken. Durchsuche die Tunnel, durchsuche die Tunnel. Okay, ich glaube, ich habe hier alle Corkis, oder? Da ist noch ein Corki. Alter, was ist denn das für ein riesen Passwort? Wenn jeder Corki was anderes bedeutet. Aber gut. Oder erstmal gucken jetzt hier. Kann ich hier jetzt einfach fahrlos runter? Ja. Hui, der hat gerumst. Guten Morgen, Herr Ghoul. Also, die bemalten Ghule bis... Also. Oh. Ach was, ich übertreib gar nicht. So, hier müsste jetzt gleich der Expresszug durchkommen, ne? Ja. So, jetzt... Ich komm schon, ich komm schon. Ich lass dich doch nicht im Stich, Rüsti. So. Ja, das hat Spaß gemacht. Problem ist jetzt langsam, wir sind überladen. Das bedeutet, ich muss mir jetzt bald irgendwo was aussuchen, wo wir was einlagern. Okay, einmal kurz hier rüber hoppeln.
Ah, habe ich doch in die richtige Richtung geguckt. War mir erst unsicher. Wo geht das Ding hier hin? Na? Aber kann man mal sehen, wie schnell die Autos eigentlich sind? Na, kommt gerade nichts. Schnell und dann wieder zur Seite. Du rennst nicht vor dem kommenden Auto davon, oder? Oder doch? Weil es da gerade um eine Ecke kam. Ah, ihr habt schon die richtige Idee. Leute, ihr macht die Lichter an. Was haben wir hier Schönes? Red X. Okay, in dem Wasser könnte ich noch stehen. Glück gehabt. So, geben wir mal Gas und ich kann nicht rennen. Ich hoffe, das wird kein Problem. Eieieiei. Lass mich hier mal durch. Leute. Die machen ganz schön Schaden, oder? Okay, hier sollen wir ja sowieso durch. Ist jetzt aber die Frage, wer schießt hier gerade mit einem Raketenwerfer? So. Ja, könnt ihr ruhig stehen bleiben, also mir macht das nichts. Da kommt das nächste Auto. Tschüss, Rüsti. So, gehen wir mal hier schnell durch den Angestellten-Tunnel. Ich denke mal, das wäre besser, als wenn wir jetzt da... Ja. Und draußen immer mit den Kloppen. Gehen wir mal aus dem Weg, du. Boah, wie viel wollen denn jetzt noch hier kommen? So. Ausgestopftes Brustteil. Plus 3 auf alle Werte, wenn du 25% weniger Gesundheit hast. Na denn. So, jetzt dürften wir hier aber auch in den Angestellten-Tunnel reingehen können. Oder nicht? Wieso hast du schon wieder dein Kostüm nicht an? Du weißt schon, dass Snooker Leute feiert, wenn sie aus ihrer Rolle fallen, oder? Ja, natürlich war das nur Spaß. Aber im Ernst, mit Clown-Make-up lassen sich Eindringlinge leichter vertreiben. Und da ist ein neuer im Park. Nein, ich glaube nicht, dass das dieses Mal funktionieren wird. Irgendwas ist bei dem anders. Siehst du, das kann ich auch. Und jetzt hör auf zu zappeln. Tut mir leid. Ich weiß, du kannst nicht anders. Wir müssen nur durchhalten, bis sie mit dem Heilmittel zurück ist. Dann vertreiben wir die Raider und bringen die Farm in Ordnung. Wir arbeiten dran. Versprochen. So, wieder in der Rolle. Ich muss noch ein paar Überraschungen für unseren Besucher vorbereiten. Du findest bestimmt allein raus. Abgeschlossen, durchsuche die Tunnel. Ich habe hier aber noch nichts durchsucht. So wirklich. Was? Hier sollen auch Corkis sein. Okay. Gut, müssen wir halt Corkis suchen. Wir müssen aber jetzt erstmal Hilfsmittel einnehmen. Und zwar Wasser und... ein paar Köterkeulen.
bisschen was mampfen ist, denke ich mal, nicht so verkehrt. Oh, man kann hier auch ein bisschen was sehen. Ach, du wirst schon wissen, warum du Platz für das ganze Zeug vergoldest. Ja, ich weiß es. Das brauchst du mir nicht immer zu sagen. Hier, Billardkühe. Kühler ist leer. Schränke ausputzen. Große reine Mann kommt. Was ist das hier? Okay. Sieht hier schon mal sehr neugierig aus. Mach doch nochmal Lampe an. An diesem Ort gibt's mehr, als man zuerst vermutet. Ja, das stimmt. Na, hier ist er. Jetzt mit Gefühl. Jawohl. Das wär's. Das hier ist es hin. Sollte das mal eine U-Bahn werden? Oder wie? Und zumal ich muss jetzt hey, auch. Boss, kann ich dich was fragen? Klar. Was gibt's? Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Du nimmst dir, was du haben willst. Und lässt dich von niemandem aufhalten. Hast mehr Mumm als die meisten. Ich frage mich wohl einfach nur. Warum? Was springt für dich dabei raus? Ich mag's einfach tun und lassen zu können, was ich will. So lebt sich's gut. Wenn es einen nicht umbringt. Wenn du mich fragst, will die ganze Welt einen fertig machen. Von Anfang an hat man die denkbar schlechtesten Karten. Die meisten sind zu dumm, um das zu erkennen. Sie stolpern durchs Leben und können sich gerade eben irgendeinen Scheiß aufbauen. Sie kämpfen jeden Tag, bis irgendwas sie unvorbereitet erwischt. Und das war's dann. Gute Nacht. Was? Tun die dir etwa leid? Nein. Ist doch nicht meine Schuld, dass die zu blöd für was anderes sind. Aber manche wissen wiederum zu viel. Sie erkennen, wie sehr die Welt wirklich am Arsch ist. Also wollen sie alles haben. Und zwar sofort. Den Alk, die Camps, die Kronkorken. Und es ist ihnen egal, wie sie es kriegen. Wenn sie es anderen wegnehmen können, fühlen sie sich, als hätten sie die Oberhand. Die haben sie aber nicht. Verdammte Raider. Sie werden gierig und haben nur das Hier und Jetzt im Blick. Dann machen sie Fehler und sterben. Manche strengen sich dafür sogar richtig an. Was ist mit dir, Gage? Was für ein Mensch bist du? Wenn du mich fragst, ich bin keiner von beiden. Diese Leute geben sich zu viel, zu wenig oder gar keine Mühe. Aber du und ich, wir sind anders. Wir wissen, wann man für das kämpfen muss, was man verdient. Und wann es zu viel ist. Also, ich hab den Scheiß schon vor langer Zeit kapiert. Bin in so einem normalen Drecksloch groß geworden. Hatte liebende Eltern, aber es waren Schwächlinge. Wurden jahrelang von den Raiderbanden rumgestoßen und gaben alles her, was sie zum Leben hatten. Eines Tages sah ich sie vor so einem Idiot mit einer Knarre kuschen. Da war es mir klar. So werde ich nicht enden, habe ich mir gesagt. Also bin ich abgehauen. Ich war 12 oder so. Egal. Ich hatte genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es läuft. Wo sind deine Eltern heute? Wer weiß das schon? Tot. Da bin ich sicher. Wahrscheinlich schon lange. Ist mir egal. War mir schon immer egal. Bin ein paar Jahre rumgezogen und hab alles Mögliche gemacht, um was zu essen zu bekommen. Irgendwie. Eine Zeit lang war ich Bote bei einer Karawane, hab geplündert, Jobs für Siedlungen erledigt. Aber eins war immer gleich. Als die Raider kamen, zogen alle den Schwanz ein. Die Raider nahmen sich, was sie wollten, verschwanden und das war's. Hat nicht lange gedauert, bis ich mitbekam, wohin für mich die Reise wirklich ging. Als wieder eine Bande kam, war ich dabei und hab mich hochgearbeitet. Und jetzt bin ich hier. Mit dir unterwegs zu sein, scheint sich gelohnt zu haben. Das war die richtige Entscheidung, Gage. Ja, sieht so aus. Ich meine nur, du scheinst es zu verstehen.
was du auch durchgemacht hast. Du kannst es nachempfinden. Gut, jemanden wie dich zu haben, wenn du mich fragst. Naja, genug der Rührseligkeiten. Bringen wir irgendjemanden um? Okay. Hey, hast du vielleicht mal kurz Zeit? Natürlich. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, also, wie wir beide so zusammenarbeiten, tja, das macht echt richtig Spaß. Ich hab Nuka World mit dir verlassen und gehofft, du wärst der richtige Overboss. Hätte mir keine Sorgen machen müssen. Du kannst ohne Frage auf dich aufpassen, was man von den meisten anderen nicht behaupten kann. Außerdem macht es dir Spaß. Und noch wichtiger, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Ich kann dir vertrauen. Dir und niemandem sonst. Was? Glaubst du, ich würde dir in den Rücken fallen? Nein, Boss. Nicht mehr. Aber den meisten Raidern kann man nicht vertrauen. Hab ein paar falsche Entscheidungen getroffen, als ich jünger war. Ich sag nicht, dass ich sie bereue. Aber damals war ich einfach ein bisschen blauäugig. Die erste Bande nahm ich mit 16 auf. Gute Größe. Starke Leute. Haben sie nur nicht richtig eingesetzt. Ich war neu, jung und wusste nicht, wann ich den Mund halten sollte. Machte Vorschläge, um die Dinge zu verbessern. Klingt, als wärst du ein echter Teamplayer gewesen. Ja, das war die Grundidee. Irgendwann kam der Boss zu mir. Er hieß Connor. Keine Ahnung, welchen dummen Namen er sich gegeben hatte. Der Ernter oder sowas. Auf keinen Fall so einschüchternd, wie er klingen sollte. Fast schon lachhaft. Naja, erst dachte ich, er wäre sauer drüber, dass ich seine Autorität untergrabe. Aber er hörte mir zu. Nahm meinen Rat an. Und wo ist dieser Typ jetzt? Warte, das war ja noch nicht alles. Also, da war ich nun. Ein kleiner Dummkopf, dem der scheinbar mächtigste Mann der Gegend zuhört. Ich bin geplatzt vor Stolz. Connor hat mich immer wieder gefragt, was ich von seinen Plänen halte. Mir gesagt, dass er mir vertraut. Das ist mir zu Kopf gestiegen. Nach ungefähr einem Jahr der engen Zusammenarbeit hatten wir den Plan, Frieden mit einer rivalisierenden Bande zu schließen. Wir arbeiteten heimlich alles aus. Wo wir uns auf neutralem Boden treffen. Wer verhandelt? Ein Plan B für den Notfall. Ich übernahm die Verhandlung mit drei unserer übelsten Kanten als Schutz, falls mich keiner ernst nehmen würde. Hat es funktioniert? Haben Sie dir zugehört? Zuerst nicht, dann aber schon. Nach ungefähr einer Stunde erkannten sie, dass die Abmachung in ihrem Interesse war. Und dann hörte ich es. Waffenfeuer und Explosion. Und zwar reichlich. Zuerst dachte ich, oh Scheiße, da ist was schiefgelaufen. Connor muss uns rausholen. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, was passierte. Der Dreckskerl hatte mich verarscht. Und ich bin drauf reingefallen. Ich hatte von ihm alle möglichen wichtigen Informationen erhalten. Wäre ich länger da geblieben, wäre ich zur Bedrohung geworden. Also nutzte er uns als Ablenkung, um die anderen Banden zu beschäftigen, während er und seine Männer angriffen. Er würde Beute machen. Und ich würde im Kreuzfeuer sterben. Halleluja! Wie bist du denn lebend da rausgekommen? Ganz ehrlich? Ich kann's dir nicht sagen. Ich erinnere mich nur vage, trifft es ziemlich gut. Ich fand mich auf der anderen Seite wieder. Angeschlagen, aber lebendig. Zurück konnte ich nicht. Der, dem ich vertraut hatte, wollte mich umbringen. Ich dachte daran, wieder reinzugehen und zu ballern. Aber das war nur meine Wut. Und ich wusste, wie das enden würde. Also zog ich weiter. Schwor mir, nie wieder so dumm zu sein. Traue niemandem. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Schöne Geschichte, Gage, aber worauf willst du hinaus? Seit diesem Tag habe ich niemandem mehr vertraut. Nur so lange, wie sie für mich nützlich waren. Aber du hast wirklich was drauf. Endlich kenne ich jemanden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das soll jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich sag nur, dass das zwischen uns eine echt gute Sache ist. Ich hätte nie gedacht, das mal einem Raider zu sagen. Du bist eine verdammt gute Gesellschaft. Schön, dass du mich unterstützt. Das bedeutet mir viel, Boss. Wirklich. Also, wir haben dann jetzt genug Gefühle ausgetauscht, ja?
Wir sollten uns wohl mal wieder an die Arbeit machen. Ehrlich. Danke. Ich meine das so. Durch das Erreichen der höchsten Verbundheitsstufe mit Gage hast du den Skill Blutlektion erhalten. So. Jetzt musste ich nochmal gucken, was machte der Skill eigentlich jetzt nochmal? Blut, das müsste ja dann hier oben sein. Blutige Lektion. Dank deiner Beziehung zu Gage erhältst du 5% mehr EP, XP von getöteten Gegner und 10% Schadensreduktion. Genau, das war eigentlich ein ganz nützlicher Skill. Sogar sehr, sehr nützlich. So, dann machen wir jetzt hier erstmal weiter. Jetzt haben wir hier ein Plauderstündchen gehabt. Kurze Pause ist vorbei. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Action haben. Achso, ist noch das Ding umgekippt. Wir müssen schnell sein, wenn es drauf ankommt. Wirf doch was von dem Scheiß weg, den du mit dir rumschleppst. Och, nö. Wir kommen doch auch so gut durch, oder? So, hier nehmen wir uns auch alles mit. Das ist aber ein komisches Vorratslager. Mit Tato. Also die Automaten kann ich ja noch verstehen, aber... Warum hier alles angepflanzt ist, das ist eher nicht so. Tja, echt schmutzig. Und zwar nicht auf die angenehme Art. Na, dann würde ich sagen, machen wir Kitty Kingdom jetzt nochmal erstmal fertig mit ihm. Oder eher gesagt den Tunnel, bevor wir ihn dann auswechseln durch einen anderen Begleiter. Okay. Jetzt hier hin. Nuka World, Experten entsperren. Ne, wir wollen ja noch nicht raus. Wir haben ja hier drinnen noch nicht den Corki gefunden. Ich glaube, das rote Licht würde dann auch stören, um den Corki zu sehen, oder? Na gut, gehen wir erstmal jetzt hier lang. Mal sehen, was wir hier so Schönes jetzt haben. Ach du. Einmal hier durchwarten. Oh, ich liebe es. Abgestandenes Wasser. Lecker. Zum Glück Power Armor. Aber sonst ist hier niemand. Hier unten geht es auch nicht weiter. Das heißt, wir haben nur noch den Weg hier. Das nehmen wir noch mit. Das ebenso. Weil überlastet sind wir ja eh. Achso, hier geht's auch schon wieder raus. Ne, ich will aber nicht raus. Wir haben hier noch nicht den Corki gefunden. Aber schön zu wissen, dass es hier mehrere Ausgänge gibt. Ne? Was hat vielleicht in der Ach Mensch, Rösti. So eine Säule? Auch nicht. Irgendwo muss der Corki doch zu finden sein. Und das Wasser geht uns auch bald aus. Und schmutziges Wasser möchte ich nicht unbedingt trinken. Weil wir sowieso schon eine extrem hohe Strahlenbelastung haben. Und es ist ja auch mittlerweile dunkel geworden draußen, ne? Also, ja. So, hier ist nichts. Irgendwo muss hier noch ein Corki zu finden sein. Wir hatten hier vorne noch ein paar Räume. Da haben wir hier Glück. Okay, hier ist ein langer Gang. Dann gehen wir mal den langen Gang. Okay, Wasserchen. Eimerchen. Hier geht's auch wieder raus. Warum geht's hier überall raus? Und warum so viele Gänge hier? Schlimm, schlimm, schlimm. Und warum stelle ich immer so viele Fragen? Noch schlimmer. Okay, hier könnte man wenigstens was kochen. Was mir aber auch nicht viel hilft.
Irgendwo hier soll noch ein Corki sein. Achso, wir haben mal hier noch eine riesige Haupthalle. Och nee, komm, hör auf mit deinem Gespräch hier. Musst du jetzt hier auch unbedingt nochmal sprayen, ja? Na gut. Dann lass mich raten. Das Wasser ist radioaktiv. Und ich soll da durchwarten. Okay, wir kriegen hier nur schmutziges Wasser. Boah, Strahlenbelastung extrem. Ja. Das wissen wir jetzt. Lass mich raten, wir können das hier dann auch abschalten. Um den Typen ein bisschen zu nerven. Sommerkleidung. Mhm. Aber ich frage mich, wo hier der Corki sein soll. Gut, machen wir erstmal die Pumpensteuerung hier. Systemzugang. Benutzeraufzeichnung. Machen wir erstmal die hier. Der erste Angriff. Die Bomben sind jetzt einige Wochen her und wir wurden zum ersten Mal angegriffen. Es war nicht mal eine große Gruppe und gut bewaffnet war sie auch nicht. Mitten im Kampf blieb mir das Herz stehen, als irgendein Lebensmittelverkäufer von hinten auf Even losstürmte. Even ging zu Boden und sein Angreifer hatte ihn mit einer dieser Gummibomben, Dekons, wohl den Kopf eingeschlagen, weil Mitchell ihm nicht in letzter Sekunde das Hirn rausgeblasen hatte. Jetzt ist Even sauer auf mich, weil ich ihm nicht den Rücken freigehalten habe. Die Scheißwelt geht den Bach runter und mein Freund spielt den Beleidigten. Okay, warum passiert das? Es ist einige Monate her, seit die Strahlungsstürme begonnen haben. Inzwischen sind 23 Menschen gestorben und allmählich wünsche ich, dass es mich auch schon erwischt hätte. Meine Haut sieht aus wie eine Pflaume, jedenfalls an den Stellen, wo ich sie noch nicht verloren habe. Bei ein paar anderen scheint die Verdrängung aufgehört zu haben, aber sie sehen grauend erregend aus. Die Hälfte meiner Haare sind mir ausgefallen und wie ich so die Zeilen hier schreibe, fällt mir das nächste Haarbüschel aus. Evens Haar ist schon komplett weg und ich kann seinen Anblick kaum ertragen. Wir haben uns heftig gestritten und jetzt packt er seine Sachen und zieht hoch in den Uhrturm. Ich kann mir vor wie ein Monster, weil ich ihn davon gejagt habe. Aber vielleicht ist es wahr. Vielleicht bin ich ein Monster. Vielleicht sind wir alle Monster. Kontaminiertes Wasser. Mitten in der Nacht hat uns ein Alarm aus den Betten gerissen. Alles deutete darauf hin, dass die Wasserpumpen kontaminiert sind. Das Wasser leuchtet fast schon. Der Alarm war wohl eine Art Notfallsystem, das den Park schützen sollte. Wir alle kannten die Gerüchte, dass Nuka World einen Reaktor in der Abfüllanlage betreibt. Gott allein weiß, was sie in diesem Quantumzeug alles reintun. Ach, was soll's. Es ist jetzt schon über ein Jahr her. Wenn die Strahlung des Sturms mich noch nicht umgebracht hat, was kann das ein bisschen mehr schon schaden? Ich gehe wieder ins Bett. Nutzen für Sprengler gefunden. Wir wurden heute von einem großen Mob angegriffen. Sie haben es diesmal fast bis in die Burg geschafft. Als wir versuchten, die Menge zurückzudrängen, kam mir eine Idee. Wir sind möglicherweise gegen Strahlung immun. Aber diese Leute sind es ganz sicher nicht. Also bin ich in den Tunnel gelaufen und habe die Sprengleranlagen des Parks eingeschaltet.
Nach wenigen Minuten war der Angriff vorbei. Mann, das hätten wir schon vor Jahren machen können. Als Even hörte, dass die Idee von mir war, knutschte er mich ab, bis ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich hatte keine Ahnung, ob damit jetzt zwischen uns wieder alles in Ordnung ist, aber mir soll's recht sein. Okay, die Krankheit wird schlimmer. Immer mehr von uns sind krank. Letzten Monat hat es Hermann erwischt. Er wusste, dass es so weit kommt. Wir alle wussten es. Bis Rachel eine Lösung dafür gefunden hat, werden wir wohl alle draufgehen. Wir haben über 100 Jahre lang Strahlungsstürme überlebt, Hunger gelitten, zahllose Angriffe und Gott weiß was noch alles überstanden. Doch wie können wir diese Krankheit bekämpfen? Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur wütend bin oder ob das bereits erste Anzeichen der Krankheit sind. Möge Gott uns beistehen. Okay, von was für einer Krankheit redet er? So, Systemzugang. Sprenkler abschalten. Okay, Sprenkler aus. Gut, das heißt, wir haben jetzt keine Sprenkler mehr. Mich wollen so viele umbringen. Da muss ich das nicht mit Strahlung selbst erledigen. Ja, aber ich will kurz nochmal gucken, ob hier vielleicht noch ein Corki ist oder sowas in der Richtung. Weil es fehlt uns ja hier ein Corki. So, gehen wir aus dem Weg, Gage. Da muss er hier irgendwo sein. Gut, aber wir haben das Folgenende erreicht. Ich werde jetzt offscreen nochmal ein bisschen gucken. Ich denke mal, wir haben jetzt hier größtenteils alles gesehen. Falls jetzt noch ein Ghoul überlebt, dann mache ich ihn jetzt einfach weg. Ah, ich will jetzt wissen, wo dieser Corki ist. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will hier nicht gehen, ohne den Corki gefunden zu haben. Deswegen sage ich jetzt tschö mit Ö und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.